Du kannst wieder zurückkehren zu den Gebieten. Zum Beispiel könnt ihr jetzt hingehen und sagen, okay, hier liegt doch ein Medkit irgendwo rum, das könnte ich jetzt aufsammeln. Und dann gehst du halt runter zum Broken Wheel Bridge und dann zum Shady Motel, wo halt die Hauptmission wäre. Aber ich konnte vorhin zum Beispiel nicht da lang laufen. Das ist das Einsatzgebiet. Es gibt natürlich hier wieder ein paar Feinde. Sheriff Station Big Peak. Ach so, da könnte ich theoretisch auch rüberlaufen. Ich weiß sogar noch, wo das Medkit von Merlin gelassen wurde. Jetzt das Gebiet mich leergeräumt. Während der Gesamtmission nutze maximal eine Taktikrunde. Auf zur Broken Wheel Bridge. Fühlt sich besser als die Beta-Branch von Vulcan. Wulzen. Nämlich total sauber. Ach, diesen Gag kann ich jetzt für 3 Jahre bringen. Ups, ich habe nicht den Schalldämpfer-Typen gehabt, ne? Ja, so viel zu verwende immer nur eine Taktikrunde. War es so schlimm gestern? Nein, die Release-Version hat bei mir gut funktioniert, bis auf einen Absturz und einen Bug im Spiel. Danke Merlin Simon. Vielen Dank fürs positive Feedback. Das einzige Problem an Wolzen gestern war, dass der Endboss vom ersten Akt für einen Caster nicht so geil ist, weil er mich mit einem Schlag, wenn der crittet, erledigt.
Kann ich den ins Gesicht springen? Wirft Feinde außerdem zurück. Wollten wir es eigentlich nur mal angucken. Ach, wie witzig. Mit dem visierst du den Feind nicht an, sondern du schießt im Kegel und triffst alle Feinde, die in dem Kegel stehen. Oh, danke, Karlron. Haben wir heute Tag der positiven Feedbacks? Fängt einer an, sagen alle, dass ich ein nettes Kerlchen bin. Reload. Defending. Oh, er verfehlt den beim Feuerschutz. Achso, es ist Valentinstag, deshalb. Bin nicht sicher, warum sie alle an mir vorbeigelaufen sind. Das Spiel will einfach, dass ich mal mit der Shotgun schieße. Genau so. In your neck. Und das Blut spritzte an die Container. Ja, Abkühlungsphase. Okay. Das ist dieses Wegstoßen. Kuckuck. Ich bin vorbeigekommen, um dir ins Gesicht zu schießen. Schnell, sag was Negatives, bevor sein Ego selbstständig wird und anfängt, Menschen zu töten. Er ist ein schlechter Verlierer. Manchmal. Ich arbeite dran. Ah, okay, kannst doch Medkit direkt so im Inventar verwenden. So, und jetzt bitte mit dem netten Herrn, der auch snipern kann und beziehungsweise nicht sofort das ganze Lager aktiviert, sobald er schießt. Ja, muss sagen, gefällt mir gut. Aber mir gefällt auch Mutineer Zero ganz gut. Vor allem, weil es ein Ende hatte, aber die Inszenierung und alles und Grafik sehr hübsch war. Und die haben es hier wieder genauso gemacht, ne? Du kannst Story-Elemente finden, beziehungsweise was passiert hier überhaupt in der Umgebung? Warum werden die Leute alle weggeschafft? Das Gameplay funktioniert genauso gut wie bei Mutant Year Zero. Und vorhin hat jemand gepostet, ich glaube 19 Euro kostet das letztendlich. Und dafür irgendwie die, wie viele Missionen auch immer sein, wenn die drei Akte hier zu je 6 Missionen oder 8 Missionen
mit so kleinen Nebengebieten, die du noch durchsuchen kannst für Ausrüstung. Das ist schon ein guter Preis und auch ein gutes Spiel wieder. Aber es wird halt nichts sein, was du wieder ewig... Ich glaube, der da oben hatte mich gehört, ja. Ah nee, gesehen. Okay, ist das Problem, wie schieße ich da hoch? Bei runter hat geklappt, da hat der Kegel sich automatisch angepasst. Oh, der hat durch den Absturz auch gestorben. Hihi, ich habe sogar Glück. Lieber Proof, ich gucke schon ewig. Zeit ist relativ, deine Streams. Finde ich gut. Aber deine Pausen mit dem Hund sind relativ lang. Warum kann dein Hund nicht alleine gehen? Das habe ich mich dann auch irgendwann gefragt. Muss dir leider sagen, ich weiß es nicht. Lad mal eben nach. Ups. Geil, ey. Springt doch einfach durch das Gebäude durch. Du gehst hier hin und gibst Feuerschutz. Weil wenn er jetzt versucht, zu uns hinzulaufen, ist er erledigt. Das sollten alle gewesen sein, die hier rumstanden. Wir haben auch alles eingesammelt, was es hier gab. Und auch direkt wieder verschwendet.
hätte das Beimodul lieber bei dem Shotgun-Typen reinmachen sollen. Spielst du heute noch Stoneshard? Ich weiß, es war im Streamingplan angekündigt. Weiß ich aber noch nicht, ob ich es heute noch schaffe, Stoneshard zu spielen. Keep an eye out for the master terminal. If your units can access this, it will deactivate all the jamming towers connected to it. Aber ich bleib. Commander, have your units locate and disable the master terminal. Ich habe heute schon eine Verabredung abgesagt, weil ich heute die Zeit für Videos nutzen muss und will. So, stimmt, hier waren wir nämlich schon mal. Shady Oaks Motel. Units are close to the jammer's control terminal. My readings just spiked suddenly. Eliminated. On me. Erstmal gucken, was wir so ausschalten können. Ich glaube, ich besitze gar kein Bag. Max 15. Wo soll ich hier auch 7 Einheiten töten? Rundenbasiert ist nur der Kampf. Sobald Kampf losgeht, ist rundenbasiert. So, den Laptop hatten wir schon mal in der Hand. Aber ich musste ja zurück, weil ich im falschen Startgebiet gespawnt bin. Danke, Kyle Ronme, fürs Prime-Abo. Vielen Dank. So, grün zeigt nur den Übergang. Ups, 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 ups. Liquidator Scarin. Na, komm mir nicht zu nah. Ich bin schon weg. Ja, das freie Rumlaufen außerhalb des Kampfes finde ich auch super. Also ich würde mir wünschen, dass das so in XCOM wäre. Dass du Einheiten positionieren kannst ein bisschen, aber dafür müssten die halt vom System weg, dass es ja so ist bei XCOM, dass Einheiten, sag ich mal, aus dem Nichts spawnen und nicht wirklich patrouillieren auf der Karte. Ist morgen wieder Event? Nein, dieses Wochenende aber kein Event, weil ich rückläufig bin bei manchen Videos. Weil ich finde eigentlich das Konzept des Kampfes jetzt nicht... Du hast ja hier eine sehr feste Berechnung der, der Trefferchancen. Moment, auf der anderen Seite ist irgendwo auch einer. Dass du wirklich sagst, okay, 4 Felder sind 100%. Zwischen 4 und 8 hast du 75% und all so Geschichten. Der war ja beim Mutiny Year Zero auch.
oder die Chance auf Crit wird automatisch erhöht, wenn du aus der Verborgenheit angreifst und so weiter und so fort. Aber ich finde es halt einfach so bedeutend cooler. Weil du auch wirklich mal dich mit der Umgebung vertraut machen musst, beziehungsweise so ein paar Leute gucken, wo die stehen, ne? Erstmal so die schwachen Wachen, vielleicht, also mit vielleicht noch mehr Möglichkeiten, die wirklich wegzulocken. Es gibt eigentlich viele Spiele, die könnten genau hier so andocken, ey. Ein Hitman aus Third Person könnte so funktionieren, selbst wenn du nur ein Charakter bist. Mit Umgebungsinteraktion. Man muss keine Runde verschwenden, um nachzuladen, ja. Ich finde, der Spielflow ist so ein bisschen angenehmer. Weil ich gar nicht glaube, da hinten, das war auch ein Vollstrecker. Ja. Die Frage, wie ich den hier vorne mit Waffengewalt ausschalte, ob die Herrschaften dann auch sofort hier hinten alarmiert sind. Aber ich glaube, das ist noch weit genug weg. Ach, Anonymous, vielen Dank für 10 geschenkte Subs auf dem Kanal. Vielen Dank. Damit kommen wir... Ich wollte erst die Tage noch so einen... Wie heißt das? Mal wirklich mir so... Ich bin ja eigentlich ein Typ... Ach scheiße, jetzt haben wir den Typ nicht getötet hinten. Ich dachte, das wäre mal eine separate Mission. Superb Performance, Commander. Hm. Kinetische Barriere. Eine werfbare Hartlichtprojektionseinheit, die eine Schutzkuppel über einen bestimmten Bereich wirft. Sieht man, da will ich dann die Schüsse abprallen, so ein bisschen. Ach ja, guck mal. Ist wirklich wie das Schild so gegenschlägt. Aber es fehlt mir der Bonus für die Mission. Was wollt ihr jetzt sagen?